Ich zeige dir heute 7 gängige Fehler beim Drum Recording, die ich alle selber gemacht habe und die du unbedingt vermeiden solltest. Das Aufnehmen und Mikrofonieren von einem akustischen Drumset gehört, würde ich sagen, zu einer aussterbenden Kunst, die immer weniger Leute beherrschen. Und selbst in modernen Rockproduktionen werden heutzutage oft schon Samples hergenommen oder die Drums werden komplett programmiert. Dennoch, wenn du wirklich deinen individuellen Sound für deine Produktion möchtest, dann geht natürlich nichts darüber, wenn du alles selber machst und dein Drumset selber mikrofonierst, aufnimmst und abmischst. Und sind wir ehrlich, das ist ja auch was, was wirklich Spaß macht. Allerdings gibt es dabei einige Fallstricke, die ich dir jetzt aufzeigen möchte. Bei den ersten Tipps geht es dabei mehr um das Schlagzeug selber und um den Drummer. Und in der zweiten Hälfte konzentriere ich mich dann mehr auf die Aufnahmetechnik und auf die Aufnahmefehler selber. Legen wir los mit Fehler Nummer 1, der oft gemacht wird, und das ist: Komm nicht mit einem miserablen Drumset ins Studio oder nimm nicht ein miserables Drumset auf. Eigentlich sollte man denken, dass das selbstverständlich ist, aber ich habe es nicht selten erlebt, dass der Drummer tatsächlich irgendein Drumset ins Studio schleppt, von dem du denkst, das hat er vor 20 Jahren irgendwie beim Otto-Versand gekauft. Ja? Und dann legen sie aber eine CD von Metallica rein und sagen, so soll es klingen. Das hat natürlich keinen Sinn. Du musst ein hochwertiges Drumset benutzen oder zumindest ein qualitativ gutes Drumset benutzen. Du solltest ordentliche Fälle aufziehen und natürlich muss auch die Technik, die Bassdrum funktionieren, dass die Hi-Hat-Maschine nicht quietscht oder das Bassdrum-Pedal, das habe ich auch öfter erlebt. Also all solche Dinge, schau, dass dein Equipment, schau, dass dein Schlagzeug in Ordnung ist. Punkt Nummer 2, den du vermeiden solltest: Komm bitte nicht ungeübt ins Studio. Leider habe ich auch das öfter erlebt. Drummer kommt ins Studio, ist ultra relaxed, fühlt sich gut, hat auch ein ganz ordentliches Drumset, aber schon beim Soundcheck merke ich, der weiß irgendwie nicht so richtig, was er da tut. Er hat sich nicht wirklich vorher überlegt, was er spielen möchte. Und im schlimmsten Fall haben sie dann einen Guide-Track aufgenommen, also eine Pilotspur, wo irgendwie dann noch die Parts anders sind, als sie es im Proberaum geübt haben und so weiter. Und er weiß nicht wirklich, was er spielen soll. Das ist natürlich ganz schlecht. Im schlimmsten Fall sitzt die Band noch mit dabei und möchte hier den ersten Take feiern. Und dann entsteht natürlich innerhalb kürzester Zeit wirklich schlechte Laune. Und der zweite Punkt hier ist, und das ist so das Gegenteil, ist: Komm auch bitte nicht zu überambitioniert ins Studio. Das habe ich früh gemacht. Ich habe tatsächlich einmal, und ich möchte mir jetzt hier nicht selber auf die Schulter klopfen, sondern nur weil wir kein Geld hatten, an einem Nachmittag, von einem Nachmittags bis abends, 12 Tracks eingetrommelt. Ja? 12 Tracks eingetrommelt. Und ich war überambitioniert. Ich hatte davor geübt wie ein Irrer, alle Breaks das hat auch wirklich richtig gut geklappt. Nach 2 Takes war meistens der Song drin, aber A, habe ich viel zu viele Breaks gespielt, ich habe viel zu viel gespielt und das Tonstudio ist, auch wenn es komisch klingt, wirklich der schlechteste Ort, um als Drummer oder als Musiker die Sau rauszulassen und um zu zeigen, was du kannst. Das kannst du auf der Bühne machen oder zumindest dort eher, aber im Tonstudio solltest du songdienlich spielen und nicht die Sau rauslassen. Also das war mein Fehler auch, ich habe viel zu viel gespielt, viel zu überambitioniert gewesen und ich habe dann auch viel zu viel aufgenommen, weil wir hatten nicht so viele Knete für den Aufnahmetag, deswegen musste alles an einem Tag rein. Und nach 4-5 Songs bin ich auch einfach müde geworden und habe nicht mehr ordentlich gespielt. Also, Fehler Nummer 1 in diesem Fall jetzt hier, du kommst ungeübt ins Studio. Und Fehler Nummer 2 in diesem Fall jetzt hier wäre, du kommst überambitioniert ins Studio. Beides solltest du vermeiden. Punkt Nummer 3, und der ist auch sehr wichtig, bestehe als Drummer nicht darauf, auf deinem eigenen Schlagzeug einspielen zu wollen. Ich weiß, das klingt komisch, es ist dein Baby, du möchtest unbedingt einspielen und du kennst dich aus deinem Drumset. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Schlagzeuge, die ich da manchmal gesehen habe, die reingeschleppt worden sind, grundsätzlich einfach nicht zusammengepasst haben. Zum Beispiel kam einer, die haben eine Funkproduktion gespielt und er hatte eine 20 Zoll Bassdrum und kleinere Toms und das war auch alles okay, aber hat ein riesiges Snare-Drum, die du einfach für so eine Heavy-Metal-Produktion benutzen würdest. Und da hast du einfach nicht diesen knackigen Funk-Sound hinbekommen und ich habe ihn dann mit viel Überredungskunst dazu überredet, einfach eine Snare-Drum von uns vom Studio zu nehmen. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem gibt es natürlich auch, dass sie eine Rockproduktion machen wollen und haben, was weiß ich, 16, 18 Zoll Drums, Toms, aber dann irgendwie nur eine 18 Zoll Bass-Drum, was dann auch wieder nicht zusammenpasst oder eine Piccolo-Snare dazu. Das passiert einfach oft oder manchmal passen auch die Becken nicht oder die Hi-Hat ist auch öfter der Fall. Deswegen bestehe bitte nicht darauf, dass alles von deinem Drumset kommen muss. Die Tontechnik im Recording-Studio haben meist 1 bis 2, wir hatten sogar 3 oder 4 hochwertige Drumkits da. Such dir eins aus oder zumindest Parts davon und vertrau ein bisschen dem Tontechniker, wenn der sagt, diese Snare Drum, diese Hi-Hat oder diese Bass Drum wird zu deiner Produktion oder zu eurer Produktion besser passen. Punkt Nummer 4, geht nicht davon aus, dass der Recording Engineer die schlechte Performance eures Drummers irgendwie gerade biegen wird. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, das ist schon richtig,
Aber du kannst nicht davon ausgehen, wenn der Drummer scheiße spielt, dass der Recording Engineer im Nachhinein alles richtig und dass es dann passt. Was ich festgestellt habe, und jetzt no offense hier, ist, dass gerade die jüngere Generation, dass die teilweise nicht so viel Ahnung hatten vom Trommeln selber, aber ein riesengroßes Fachwissen über Plugins und Tools, wie man eine schlechte Performance fixen kann. Und das ist nicht so der richtige Weg. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit den nächsten drei Punkten, wo es tatsächlich um die Aufnahmetechnik selber geht, möchte ich dir eine Empfehlung aussprechen, und zwar mein PDF in 10 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Gerade wenn du neu bist, wenn du dein Homestudio gerade erst gegründet, aufgebaut hast und dich noch total unsicher fühlst, wie mikrofoniere ich ein Drumset richtig, wie mikrofoniere ich ein Bassamp richtig, auf was muss ich beim Gitarrenmikrofonieren achten und so weiter, wie gehe ich mit der Sängerin um, wie bereite ich eine ordentliche Recording-Session vor, dann empfehle ich dir dieses PDF in 10 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir meinen Weg, den ich über viele Jahre mir zurechtgelegt habe in Studios, wie du jederzeit zur perfekten Aufnahme kommst, wie du deine Künstler vorbereitest, wie du richtig mikrofonierst und so weiter. Das ist ein PDF, hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Und jetzt geht's weiter mit Punkt Nummer 5. Und das ist die richtige Positionierung der Overheads. Da werden meines Erachtens die meisten Fehler tatsächlich gemacht. Und ich habe mich da immer an die Philosophie von George Massenburg gehalten. Das ist ein berühmter Recording Engineer. Und der hat gesagt, dass die meisten oder viele Recording Engineers den Fehler machen. Und das hast du bestimmt auch schon oft gesehen beim Mikrofonieren von Drumsets, bei den Overheads, dass die praktisch links und rechts, wollte ich schon sagen, zeitgleich oder gleichmäßig verteilt links und rechts über die Becken positioniert werden. Und da sagt er, das ist einfach falsch. Und das leuchtet mir total ein. Er positioniert seine Overheads so, dass er die Achse von Bassdrum und Snaredrum immer in der Mitte hat, weil er sagt, das ist der Fokus, das ist das Zentrum, das ist das Herz des Schlagzeugs. Und das leuchtet total ein. Das heißt, er hat ein Overhead hier und das andere dann eher so schräg darunter, dass es so auf die Achse Bassdrum, Snaredrum zeigt. Das sieht so aus. Ich zeig's dir mal kurz im Video. Ganz wichtig bei den Overheads ist, dass beide Mikrofone den gleichen Abstand zur Snare Drum haben. Das misst du am besten alleine oder mit dem Drummer zusammen aus, indem du hier ein Kabel drauflegst und dann den gleichen Abstand misst. Wenn du möchtest, dass die Overheads ein bisschen mehr Becken aufnehmen, dann kannst du sie ein bisschen weiter vorne positionieren. Wenn du möchtest, dass sie mehr von der Snare Drum, von dem Tom oder auch vom Raum aufnehmen, dann positionierst du sie einfach ein kleines bisschen weiter hinten. Ganz wichtig ist auch hier die Achse Bassdrum, Snare Drum. Das ist das Herzstück des Schlagzeugs und das wollen wir aufnehmen. Deswegen ist dieses Mikrofon auch ein bisschen tiefer eingestellt, damit es den Abstand zu Snare Drum hier halten kann. Und es ist auch ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Das siehst du vielleicht von diesem Winkel aus nicht. Also sie stehen in ungefähr so. Und das ist die Achse, die wir hier haben wollen. Bassdrum, Snare Drum. Ja, das ist also wichtig. Du solltest dich nicht darauf konzentrieren, dass die Overheads schön aussehen und gleichmäßig ausgerichtet sind, sondern du solltest dich darauf konzentrieren, dass sie gut klingen. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und das ist die Bassdrum-Mikrofonierung. Und da wird ein Fehler gemacht. Das ist eigentlich ein No-Go. Den habe ich auch immer wieder öfter erlebt, wenn mir Bands ihre Pro-Spuren zum Abmischen zugeschickt haben. Das ist, wenn du das Bassdrum-Mikrofon, das vorne an der Bassdrum am vorderen Fell platziert ist, wenn du das zu weit aus dem Luftloch rausziehst. Dann nimmst du nämlich den ganzen Luftdruck mit und das ist einfach schlecht, weil das kriegst du praktisch nicht mehr weg. Also dieser Aufnahmefehler, dieser Mikrofonierungsfehler ist praktisch nicht wieder gut zu machen. Punkt Nummer 7. Hier geht es auch wieder um Mikrofonierung. Das ist auch einer der meisten Fehler, die ich gesehen habe. Das ist die Mikrofonierung der Hi-Hat. Und zwar ist es hier wieder das Gleiche. Positioniere das Mikrofon nicht am Rand von der Hi-Hat, wo also die zwei Becken übereinander klatschen. Denn da bekommst du auch viel zu viel vom Luftzug mit. Das mag man manchmal beim Soundcheck gar nicht so sehr hören. Und dir fällt es dann plötzlich auf, wenn das gesamte Drumset spielt und schon aufgenommen und eingespielt ist oder mit der Band zusammen. Wirklich ein großer Fehler. Das heißt, du solltest dein Hi-Hat-Mikrofon immer in irgendeinem Winkel, wenn das hier das Hi-Hat-Becken ist, immer so ein bisschen schräg von innen raus auf die Hi-Hat richten oder auch von oben runter. Direkt von oben runter geht auch, aber niemals hier am Rand direkt, damit dir diese Luftstöße nicht die ganze Hi-Hat-Performance zerschießen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wie mikrofonierst du deine Drumsets oder hast du diese Fehler oder als Band habt ihr diese Probleme im Studio auch schon gehabt? Was Drum Recordings betrifft, schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Wenn du wissen möchtest, wie ich meine Drumsets abmische, was der perfekte Weg für mich ist, dann schau dir dieses Video an. Da zeige ich dir von Anfang bis Ende, wie ich ein Drumset, wie ich ein Rock-Drumset abmische. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.